Im heutigen Video zeige ich ein sehr leckeres orientalisches Rezept. Wie ich das mache, du kannst in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich ein sehr leckeres orientalisches Rezept. Ich habe schon ein paar Mal im Instagram gesehen. Ich weiß es nicht, also zu welcher Kultur gehört dieses Rezept. Deswegen, wenn jemand weiß, schreib bitte im Kommentaren, damit das da andere wissen und ich auch. Auf jeden Fall, heutigen Rezept mache ich in eine IKEA-Schale. Und deswegen, ich habe nicht gewusst, welche Menge wird also genau passen. Und dann muss ich improvisieren. 1,6 Kilo gemischte Hackfleisch genommen. Viele Aubergine, viel Spitzpaprika, scharfe Chili, Schalotte, Weißzwiebel, frische Koriander, frische Petersilien, pflanzliches Öl, 4c Knoblauch, dann trockene Koriander, edelsüß Paprika, Kreuzkümmel, schwarzes Pfeffer und ein bisschen passierte Tomaten. Am Ende des Videos kann dann genau sagen, wie viel habe ich also dann Aubergine gebraucht und wie viel Spitzpaprika und wie viel Hackfleisch. Für diesen Rezept also besser ist, Aubergine ein bisschen länglicher nehmen. Ich habe keine andere gefunden, deswegen also ich habe Standardgröße. Heute ist 1. Mai und richtig sehr warm draußen. Und bevor meine Gäste kommt, bei mir muss alles fertig werden. Und deswegen, ich muss mich ein bisschen beeilen. Nehme ich auch noch einen Mixer. Schalte mal. Frische Koriander, Petersilien, dann nehme ich noch Schalotte, Knoblauch ist sowieso, Knoblauch ein bisschen quetschen, Ende abschneiden und Knoblauch kommt auch rein und ist schon klar, also dann scharfe Chili auch. Und bei scharfe Chili wie immer, also muss man Samen ganz einfach rausnehmen. Dann mache ich normale Zwiebel auch da rein. Leider, ich habe schon ziemlich viel da rein gemacht, aber riecht sehr, sehr gut, also besonders nach Koriander. Dann nehme ich Hackfleisch und das kommt alles im Hackfleisch rein. Drei große Spitzpaprika rein im Hackfleisch. Genau, und bei Spitzpaprika mache ich auch also dann Samen raus und Spitzpaprika. Und das kommt auch. Das kann man auch also ganz normal mit Messer alles also richtig fein schneiden. Ich habe leider keine Zeit, deswegen mache ich das schneller. Sieht sehr, sehr gut aus. Im Hackfleisch also kommt noch 2 Teelöffel Koriander, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, edelsüß Paprika, so circa 4 Teelöffel, schwarzes Pfeffer, 1 Teelöffel und Salz nach Geschmack. Ich mache so ungefähr ein Esslöffel und dann alles sehr gut mischen. Wenn das zu viel wird, also kann man auch sowas wie Adana Kebab zum Beispiel machen. Das ist absolut gleiches Prinzip. So, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt kommt das also im Kühlschrank und muss so ungefähr eine Stunde also lieber im Kühlschrank stehen, damit das der Geschmack ein bisschen im Fleisch reinzieht. Dann nehme ich IKEA-Schale, pflanzliches Öl und genau, und Zwiebel kommt überall so ungefähr. Sieht ja schon ziemlich gut aus. Und jetzt machen wir mit Aubergine und bei Aubergine mache ich auch Ende abschneiden. Was sehr gut also mit diesem Tisch ist, da kannst du unten eine Schale stellen, wohin also dann Reste immer reinlegen. Und deswegen, also das funktioniert wunderbar. Zack, fertig. Und dann Aubergine mache ich im Scheibe schneiden. Schauen wir mal, ob ich richtig dünn schneiden kann. Ich schätze so circa 4 mm. Ja, genau. Die kann man dann zumindest aufrollen. Aubergine, ich habe zuerst also dann 4 Stück im Streife geschnitten. Und Streife habe ich 3 bis 4 mm gemacht. Das ist nicht so einfach. Ich habe keine Erfahrung mit solchen Sachen, aber das funktioniert. Wichtig ist also, dass die kann man dann aufrollen.
Sonst, also wenn die zu dick wird, also zum Beispiel 5 mm, dann kann man nicht mehr die drehen. Aber so funktioniert das. Nehme ich also dann Hackfleisch und mache ich eine Schicht. Muss aber nicht zu dünn sein, sonst muss man Fleisch auch also ein bisschen rausschmecken. Und so funktioniert. Sieht sehr gut aus. Dann stellen wir das im Schale rein. Und so dann mache ich eine nach dem anderen. Mit Hackfleisch bitte nicht sparen. Soweit ist alles fertig, aber hat nicht nach meinem Plan alles gegangen. Auf jeden Fall, ich habe vom 8 Stück 6 Aubergine gebraucht. Und da sieht man, ich habe nur eine Spitzpaprika geblieben und 2 scharfe Peperoni. Rest ist komplett alles drin. Und sogar Hackfleisch, ich habe extra noch 500 Gramm dazu genommen. Das heißt insgesamt 2,1 Kilo gemischte Hackfleisch, 6 Aubergine, viel Spitzpaprika. Das hat schon also ein bisschen Arbeit geleistet. Meine Frau hat mir geholfen. Und jetzt nehme ich noch passierte Tomaten, ein bisschen pikant. Und mache ich auch oben drauf. Und nehme ich noch eine Packung. Wie ich sehe, eine ist ein bisschen zu wenig. Und ein bisschen Pfeffer. Jetzt mache ich Grill bei indirekter Hitze. Und das kommt im Grill. Mache ich mit anderem Deckel ganz einfach dann zu. Machen wir zu. Und mit 2 Brenner, linke und rechte Brenner, in die Mitte ist frei. Das wird so circa bei 200 Grad. Und ich glaube, also ich mache zuerst also dann halbe Stunde mit geschlossenem Deckel, mit doppelter Schale abgedeckt. Und dann schauen wir mal. Circa 50 Minuten vorbei. Ich habe so circa vor 20 Minuten auch einmal aufgemacht. Kann man auch sehen, wie das aussieht. Und dann mache ich Aubergine also ein bisschen nach unten drücken. Und jetzt, da sieht man, also die sind alle ziemlich in einer Ebene geblieben. Alle im Saft bleiben und ich denke noch circa 15 Minuten. Jetzt ist circa eine Stunde vorbei und nach einer Stunde bei mir war die ganze Zeit bei so circa 210 Grad gewesen und ich habe sogar letzte 20 Minuten untere Brenner auch auf minimale Hitze gestellt, dass da Temperatur noch ein bisschen höher wird. So, jetzt ist genau eine Stunde vorbei. Und jetzt mache ich mit offenem Deckel so ungefähr 10 bis 15 Minuten und dann kann man schon rausholen. So, jetzt ist mein Fazit. Gericht von sich selber ist sehr, sehr lecker und schmeckt richtig wunderschön. Und riecht auch, das ist richtig fantastische Sache. Einziges Nachteil, da muss man schon also ein bisschen Mühe geben, das alles aufzurollen. Weil, und muss man richtig dünn schneiden, wenn es möglich ist, 3 bis 4 mm Scheiben. Für mich Unerfahrene, also das war nicht so perfekt, nicht so perfekt gewesen, aber hat es auch also sehr gut geklappt. Und Gesamtzeit bei mir war 1 Stunde 20. Klar kann man auch also früher rausholen, aber ich habe auf meine Gäste gewartet und deswegen also ich habe so ungefähr 1 Stunde 20 im Grill gelassen und hat wunderschön funktioniert. Ich hoffe, mit meinem Video kann dir behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche dir Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal.